Da hat mich irgendjemand abgeschossen. Was, ich? Ja, ich muss sagen, zu 80% warst es du. Wissen wir nicht böse, oder? Nee, no, okay. Mach weiter so. Dankeschön. Der Motorrad-Motorsport ist voller Testosteron und einer Menge Männlichkeit. Aber manchmal verirrt sich trotzdem eine Frau in diese Domäne. Auch zu Recht, denn einige Frauen können sich ganz schön darin behaupten. Wie zum Beispiel Katja. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video zeigen wir euch eine richtig schnelle Lady, nämlich die Katja. Und die kann nämlich richtig gut Motorrad fahren. Und ich würde sagen, die Katja stellt sich mal eben selber vor. Hallo zusammen, mein Name ist Katja Kolb. Und ja, ich fahre eine R1 Yamaha. Und seit ein paar Jahren und freue mich hier im tollen Almeria mit Matthias zu sein und bin gespannt auf die nächsten Tage mit dir zusammen. Genau, wir fahren zusammen hier ein paar Tage im schönen Almeria, habe ich vergessen zu sagen, danke dafür. Ist für mich schon so Standard hier im Winter in Almeria zu sein. Nee, die Katja, die fährt richtig schnell Motorrad, die ist nämlich mit mir in Brünn schon 2.11 gefahren und wir wollen mit dieser Videoreihe so ein bisschen aufdecken, dass schöne Frauen nicht nur schön neben dem Motorrad stehen können, sondern auch richtig schnell Motorrad fahren können. Und ich habe gesehen, die Katja hat noch mehr Potenzial. Da habe ich schon ein bisschen was im Hinterkopf und das finden wir jetzt zusammen raus auf der Strecke und schauen uns an, ob wir die Katja nicht noch ein Stückchen schneller machen können und wo sie ihre Defizite hat. Ich freue mich da riesig drauf, Matthias. Allein mit deiner Expertise, nicht nur auf Motorrad, sondern auch drumherum, hoffe ich mir viel und wir werden, glaube ich, viel Spaß miteinander haben. Genau, da würde ich sagen, reden wir gar nicht lang rum. Heizdecken sind angesteckt, ist noch ein bisschen frisch, aber geht. Wir packen die Onboard-Kameras drauf und starten raus auf die Strecke und schauen uns das einmal an. Cool. Okay, machen wir. Katja bringt schon eine ausgesprochen gute Basis als Motorradfahrerin mit. Sie hat hervorragendes Verständnis, ein Bike zu bedienen, sieht die Ideallinie und trifft diese auch. Außerdem ist ihre Haltung auf dem Motorrad on point. Es kommt aber noch eine Sache hinzu, warum ich glaube, noch mehr aus ihr rausholen zu können. Sie ist nämlich verdammt hart im Nehmen. Eine gute Voraussetzung, um zum jetzigen Zeitpunkt den Diamanten noch etwas zu schleifen. Der erste gemeinsame Turn zeigt mir sofort, wo wir ansetzen müssen. Mein eigener Anspruch in der Sache ist, knallharte Ansagen, was richtig oder falsch ist. Das wird sie in dem laufenden Tag noch zu spüren bekommen. Und ich kann jetzt schon verraten, dass das nicht der falsche Weg bei Katja war. Jetzt schauen wir mal, was sie sagt. Und wie war's? Hä? Was? Was denn? Nicht so gut. Warum? Ja. Warum so? Was war's? Ich weiß nicht so ganz, wo es hingeht, wo es lang geht. Meine Handschuhe sind noch nicht eingelaufen. Ah, okay. Das heißt, ich habe mit dem Gas und an der Bremse hängen geblieben. Dein grundlegendes Problem ist schon mal, du hast da Druck drauf. Was passiert jetzt, wenn ich dir den Ellbogen einklappe? Fall nach vorne. Der Klassiker. Fällt vom Motorrad runter. So, was machen wir jetzt? Das Problem liegt also nicht da, dass du hier nicht rauskommst, sondern das Problem liegt daran, weil du
mit dem ganzen Körper im Motorrad drin sitzt und dich vor allem dann mit den Armen abstützt. So, jetzt rück schon mal ein bisschen zurück und jetzt kneife mal deine Knie an den Tank. Mhm. Ja, also so richtig mit Druck. Mhm. So, und jetzt lass mal den Arm aus. Aha. So, jetzt hast du dann nämlich den Arm locker. Mhm. Und wenn du jetzt den Arm locker hast und vor allem wirklich locker, jetzt kommen wir mit dem Oberkörper nach unten. Mhm. Jetzt merkst du, wenn du mit dem Oberkörper nach unten kommst, wird der Winkel anders. Und jetzt kommst du hier hin. Weil das Anbremsen passiert ja noch, wenn du noch im Windschatten bist. Dann geht der Finger ja nach vorne und dann gehst du hoch. Das heißt, du sollst ja nicht erst hochgehen und dann in die Bremse greifen, sondern du sollst ja in die Bremse greifen und hochgehen. Und deswegen bin ich halt rankommen. Und deswegen bist du da nicht rankommen. Das heißt, du musst den Winkel hier erst einmal flach halten. Und dann ist auch noch wichtig, dass du das Gas nicht so aufmachst, sondern rollst. Versuch das mal mit drei Fingern nur zu öffnen. In dem Beispiel von Katja sieht man deutlich, wie sie erst das Gas zurückdreht und nach kurzem Durchschütteln der Hand die Bremse bedient wird. Das müssen wir eliminieren. Genau, weil wenn du jetzt, du siehst, du brauchst ja keine Kraft, um das Gas zu halten. Das hat ja keinen Bauernzug, der 10 Kilo zieht, sondern du brauchst es ja nur ganz locker aufhalten. Halt es mal offen. So mit drei Fingern. Und wenn du jetzt einfach nur auslässt und mit dem Finger nach vorne greifst, dann geht es in einem. Das heißt, du brauchst das Gas ja nicht zurückdrehen von 360 Grad, sondern du brauchst das Gas nur auslassen und in dem Moment, wo du auslässt, greifst du in die Bremse rein. Zack. Und jetzt, wenn du hier verspannt bist und dann die Kraft auch noch mit dem Rücken, also den Oberkörper und die Arme hält eigentlich der Rücken und nicht die Arme. Weil dann hast du die Arme wirklich oder die Hände nur noch zum Bedienen da. Die sollen nur zum Bedienen sein und zum Lenken und nicht zum Abstützen. Okay? Also das Problem fängt hier an. Damit du hier musst du den Tank zerquetschen. Ich habe einen neuen Handschuh. Das ja, klar, neuer Handschuh ist scheiße. Aber probier das mal weg. Okay. Ja. Okay? Also Haltungsnot und kriegst schon mal Nummer 1. Also Note 1. Ah. Also das ganze Elbow Down und Kurvenspeed, das bringt dir hier nur bedingt was. Das Problem ist, dass speziell, wo du, denke ich, die meiste Zeit verlierst, was ich jetzt nur so einmal hinterherfahren gesehen habe, von hier nach hier, da verlierst du das meiste, also hier drin. Mhm. Also müssen wir auch mal mit der Priorität anfangen. Weil du bist hier schnell, du bist hier einigermaßen spät auf der Bremse, du kommst hier gut raus, auf Start-Ziel kommst du gut raus, Ende Start-Ziel bremst du. Das ist alles nicht das Problem. Das Problem ist hier. So, und das hier, diese ganze Schnecke-Scheiße hier, das verleitet einfach wahnsinnig lang, alles in einem Radius zu fahren. Und das ist genau das Problem. Du musst hier versuchen, immer wieder gerade einzubauen. Du musst hier eine gerade haben. Hier kurz eine Kurve haben, dann musst du hier raus wieder eine Gerade haben, du musst hier raus eine Gerade haben, so über diese Kuppe hier drüber, diese Blinde. Da fährst du zu weit weg hier von diesem Scheitelpunkt, von diesem Curve. Extrem anstrengend. Ich glaube, ich fahre viel zu rund. Ja, also das ist richtig, gute Einschätzung. Dieses, also grundsätzlich die Punkte passen, also die Punkte, wir sehen es in den Onboard dann, die Punkte, wo du quasi ranfährst an den Körper, beziehungsweise an den Innenkörper, also die Scheitelpunkte, die sitzen. Bloß ich habe das Gefühl, du lenkst teilweise zu spät ein. Also auch bemerkt, oder, wie du hinten rangefahren bist, also wenn du einen Anhänger hinten dran hättest. Ne? Also hier spät einlenken, ja, macht Sinn. Aber das war zu spät und da tust du dich teilweise, hast du dann die Geschwindigkeit so stark reduzieren müssen, dass du dann rankommst, hast du gemerkt, also, oh, langsamer. Ja. Das heißt, diese Korrektur der Geschwindigkeit, die hat dann gepasst, also aus dem ursprünglichen Fehler zu spät einzulenken, hast du dann richtig reagiert, dass du wieder rankommst. Das heißt, die Exits waren dann gut durch den getroffenen Scheitelpunkt
aber die Eingänge waren zu spät. Und dann musstest du quasi so einen engen Radius schon fast hinter der Kurve fahren, dass du hinter der Kurve nochmal rankommst an den Scheitel. Im zweiten Turn lief das schon viel besser. Katja war viel lockerer und konnte sofort die essentiellen Dinge umsetzen, welche wir zuvor besprochen haben. Sie ist nur mit sich selbst sehr kritisch. Nun war ich gespannt, ob sie das Neuerlernte alles zusammen umsetzen konnte. Ich hatte ihr ja doch ordentlich Input gegeben. Oftmals geht sowas nach hinten los. Aber siehe da, die Umsetzung war sehr gut. Mehr kann man in so kurzer Zeit nicht erwarten. Im Kopf habe ich nun schon wieder weitere Dinge, die wir aber dann am besten an der Strecke draußen beim sogenannten Trackwalk besprechen sollten. Das sind aber alles Kleinigkeiten, die, glaube ich, großteils aus so einem gewissen Konzentrationsmangel entstanden sind. Hier habe ich im Kapitel Sport und Mental noch einige Tipps dafür. Nun lauschen wir aber noch etwas dem Sound der beiden Crossplane R1. So, jetzt schauen wir also Katja, die ist jetzt gerade das erste Mal mit Michelin gefahren. Jetzt bin ich mal echt gespannt, was sie sagt zum Reifen, ob denn das jetzt eine Verbesserung gebracht hat. Was sagst du zum Michelin? Voll der geile Reifen. Ja? Also richtig gut. Fühle mich von Anfang an sofort wohl. Ja. Ist ein bisschen warm geworden jetzt, merkt man auch. Und ja. Ich habe auch richtig Spaß gehabt jetzt. Man braucht nicht lange, um damit klarzukommen. Der Hinterreifen finde ich enorm viel Grip, das heißt, man kann viel Gas geben und gibt ihm enorm Sicherheit. Ja. Aber das noch geilere ist eigentlich der Vorderreifen tatsächlich. Ja. Ich bin ja so ein bisschen empfindlich im Vorderreifen, weil ich ja jetzt im September auch gestutzt bin mit einem anderen Reifen. Ja. Und war da ein bisschen kritisch, muss ich sagen, wie das wohl ist. Und Halleluja, ist der geil. Wendig, extrem sensibel, aber positiv. Das heißt, der reagiert sofort und ist mega spurtreu. Also ich habe richtig Spaß. Konnte gleich im zweiten Turn jetzt meine Zeit verbessern, im dritten nochmal. Ja. Leider war jetzt kurze Rotphase, weil jetzt war letztes 47.0. Jetzt wollte ich eigentlich nochmal richtig Gas geben, aber mei, sowas kann man nicht beeinflussen. Ich bin mega happy und freue mich jetzt auf den restlichen Tag mit dem geilen Reifen. Super. Punkte viel besser getroffen. Hab in der langen links schön meine Arme vorne weggelassen. Hab ich gesehen, ja. Hab ich immer gerade drauf geguckt, dass ich auch hier wirklich eine Runde mache. Mich tausendmal wohler gefühlt. Wie war das, wenn du den Arm weggenommen hast? Hast du da gemerkt, dass du eine gute Haltung hast am Tank oder hast du gemerkt, dass du Defizite hast? Nee,
als ich mich drauf konzentriert habe, ja, ging das super. Aha. Nur ich habe gemerkt, dass ich normalerweise viel Oberkörperlastiger fahre und jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich viel mehr auf den Rasch drauf. Ich glaube, wenn ich mich drauf konzentriert hätte, wäre ich eingeknickt. Ja. Aber so war es eigentlich super und es hat sich richtig sicher und gut angefühlt. Ja, war cool. Ja, habe ich gesehen, habe mich gewundert, wie du wirklich in der tiefen Schräglage so arm hast und so, ne, so durchgeschüttelt. Okay, cool. Vor allem konnte ich hebt's dann wieder ein bisschen. Ja. Ich habe dann wieder gemerkt, dass ich vor allem nach der dreifach rechts dann, ja, der letzte, da neige ich auch immer dazu, dass ich dann komisch drin hänge. Ja, ja. Umso länger, dass die Kurve ist, ne? Ja. Also was du in der langen Links, also Haltung schon viel besser, auch Linie besser, was du jetzt machen kannst, ist, dass du, wenn du zum zweiten Scheitel ranfährst, ne, wenn du nochmal links an den Körper anfasst, dann kannst du versuchen, das Ganze nochmal so unter, also schon so ein bisschen anzuziehen. Also nicht bap, sondern also ein bisschen schneller. Schneller werden, weil dann wirst du merken, dass das Hinterrad leicht zu spinnen anfängt, aber nicht so, dass du das merkst, sondern dass, ja, das Motorrad über das Hinterrad Richtung machst. Und dann fällt dir das leichter, auch nochmal leichter, nochmal innen ranzufahren, weil du das Motorrad übers Heck turnst. Das müssen wir da jetzt noch hinkriegen, weil das ist noch so warten. Okay, jetzt bin ich innen aufrichten und abdrücken, sondern wir können jetzt schon ein bisschen früher anfangen zu ziehen, weil wir jetzt die Basis geschaffen haben, dass wir den Punkt treffen. Okay? Das ist das eine, aber viel besser, grundlegend, richtige Einschätzung auch. Du hast die Spitze eingelenkt, bist dann auch im Laufe des Turns schneller geworden damit, also mit der Linie, ja, habe ich auch gesehen. Wo schwer ist, wann, ja, man reinkommt. Also wann ist es spitz und wann ist es LKW. Aber das merkst du dann schwer eigentlich, oder? Wenn ich es getroffen habe, dann ja. Ja, genau. Aber am Anfang so, ist es jetzt zu spitz, ist es nicht zu spitz. Ist es, also das ist am Anfang sehr ungewohnt, fürs Auge auch. Ja, ja, ja. Aber du merkst es im Nachhinein und weißt, ob es richtig, ja, oder falsch war. Ja. Ich glaube es. Ja, ja, aber es war auch richtig. Also ich glaube, du hast es auch gesehen von hinten, Dennis, oder? Ja. Hat viel besser, war kein Vergleich. So, dann würde ich sagen, gehen wir gleich den nächsten Schritt. Was mir jetzt noch extrem aufgefallen ist, wir gehen ja immer nach Prioritäten, ne? Und jetzt, wo du viel unnütze Zeit verlierst, ist zum Beispiel Umlegen, also Richtungswechsel unter Beschleunigung. Und das ist mir zum Beispiel ganz stark aufgefallen, auf Startziel rauf, also wir kommen über die lange Gegengerade hinter, wir bremsen an, passt alles, super, braucht man sich drüber unterhalten. Linie in die Enge rechts rein, passt auch, bleibst auch schön maximal mittig, kommst wieder schön rüber, alles super. Dieses Umlegen aber dann von rechts nach links auf die Startziel, da hast du, da habe ich das Gefühl, dass du mach mal so kurz so eine Gedenkminute einlegst und dann, jetzt muss ich mal kurz hier, wo geht's denn jetzt hin, ne? So. Da wo ich dann so kurz lupfen muss, dass ich dir nicht in den Sack reinfahre. Okay. Das ist daran, weil du machst das Gas nochmal zu. Ich glaube, ich hänge ein bisschen am Lenker. Ja. Und dann mal kriege ich so einen Schlag rein und, ja, dann gehe ich nochmal zurück. Ja. Hier ist ganz wichtig, dass du bei diesen, ich sage immer Richtungswechsel unter Zug, ne? Beschleunigung. Beschleunigungsphase ist was, wo das Moped sagt, okay, wir fahren dahin, wo wir gerade hinfahren, der Rest ist mir total scheißegal. Mhm. Ne? Jetzt ist wichtig, du hast zwei Werkzeuge zum Lenken. Mhm. Das ist einmal der Lenker, logischerweise, liegt im Board, und aber auch das Körpergewicht auf dem Fußrasten. Wenn du hier jetzt rausfährst, fährst du im zweiten Gang wahrscheinlich raus und schaltest auf den dritten, ne? Ja. Genau. Also Short Shift. Ja. Komplett richtig. Hier ist wichtig, dass wenn du von der Rechtsschräglage rauskommst, hast du dein Gewicht auf der rechten Fußraste und jetzt musst du schauen, dass du quasi von rechts nach links rüberkommst. So, und jetzt ist wichtig, dass das Timing stimmt. Ich würde ganz bewusst am Lenker ziehen und drücken gleichzeitig. Und zwar links musst du dann, um nach links zu fahren, quasi den linken Arm nach vorne schieben und den rechten ziehen. Das mache ich gleichzeitig. Also das ist wirklich so ein, also wenn du so ein, ich weiß nicht, so einen Traktor bewegen willst. Ne? Also, ne? Mhm. Und mit dieser Bewegung ziehe ich mich quasi mit dem rechten Arm hoch und ziehe den Oberkörper hoch. Und in dem Moment, wo ich den Oberkörper hochziehe und hier drücke, tue ich quasi das Gewicht von der rechten Seite auf die linke. Das heißt, ich lenke das Motorrad mit beiden Werkzeugen, Lenker und Körpergewicht, gleichzeitig. Und das muss exakt gleich kommen. Es darf nicht hier mal Lenker und da mal Körper sein, sondern es muss pam pam schnell kommen. Und währenddessen bleibe ich am Zug. Das heißt, ich bleibe am Gas, das ist kein Vollgas, das ist auch kein 5% Drosselklappe, aber das ist 20% Drosselklappe. So bam. Man hört das auch akustisch, weil die Drehzahl hochgeht.
weil du von der einen Seite des Reifens über die Mitte des Reifens zu der anderen Seite des Reifens kommst und der Reifen ist ja so. Das heißt, du änderst die Raddrehzahl, wenn du den Reifen umlegst von rechts auf links Schräglage. Das heißt, einmal ist die Übersetzung quasi kürzer auf der rechten Flanke, dann wird sie länger, weil der Reifen höher wird. Dann geht die Drehzahl runter und dann legst du wieder nach links und dann wird die Drehzahl wieder höher. Dann wird es so ein na, dann hörst du das. Und wenn du das hörst, dann weißt du, dass es perfekt ist. Diese Akustik brauchst du als Bestätigung, dass du weißt, jetzt hast du unter Zug umgelenkt. Und dann wirst du sehen, dass du viel schneller in die Stadt Ziel hineinfährst und dadurch musst du aus der Stadt Ziel raus weniger hart beschleunigen, weil du dann mehr Schwung in die Kurve mit hineinnimmst und somit auch durch die Kurve hindurch. Und alles, was du schneller hindurchfährst, brauchst du am Ende der Kurve weniger hart beschleunigen. Das heißt, schneller durch die Kurve durch braucht weniger Grip am Hinterrad als langsamer durch, wenn du, so wie du stichst, das Motorrad eben so kurz vor der Kurve so ein bisschen ab. Und dann musst du stark beschleunigen, damit du wieder Meter machst. Und da kann ich trotz meinem total kaputten, zerfetzten Hinterreifen quasi noch ranfahren, weil ich einfach mit mehr Schwung durchfahre. Genau. Also das versuchen wir jetzt zu üben, weil das haben wir nämlich am Ausgang Omega, Ausgang links auf die rechts, haben wir das auch. Und auch bei vielen anderen Rennstrecken. Also umlegen unter Zug ist jetzt die nächste Aufgabe. Klappt oder klappt nicht? Doch, klappt. Klappt, siehst du? Ja, natürlich klappt. Es ist nur die Frage, wie viele Runden ich brauche. Ja, das müssen wir gleich beantworten. Fokus setzen, mental, okay. Jetzt machen wir alles so, was wir jetzt gemacht haben, genauso wie wir es gemacht haben. Bloß, dass wir uns jetzt zusätzlich noch eine Aufgabe nehmen, umlenken, umlegen unter Zug, speziell Eingang statt Ziel. Ja. Okay? Passt. Bis gleich. In Deutschland gibt es 18 Millionen Führerscheine für Motorräder. Die meisten Motorräder sind mit hochkomplexen Fahrwerken ausgestattet. Kein Wunder, dass man bei den vielen Einstellmöglichkeiten nicht mehr durchblickt. Obwohl der Bereich Fahrwerk sehr schwierig ist, gibt es hier einige Dinge, die man wirklich ohne großes Fachchinesisch lernen kann. In der Regel nutzen wir nie das volle Potenzial aus unserer Federgabel oder aus unserem Federbein. Das liegt hauptsächlich daran, dass der Hersteller einen großen breiten Kompromiss ausliefert. Der Hersteller weiß nämlich nicht, wie schwer du bist, welchen Einsatzzweck du mit deinem Motorrad machst und wie schnell du Motorrad fährst. Das Ergebnis daraus ist in der Regel, dein Fahrwerk hat noch Luft nach oben. Und genau da kommen wir ins Spiel. In den letzten 2 Jahren haben wir hunderte Motorradfahrer dabei geschult, ihr Fahrwerk besser zu verstehen. Die Teilnehmer erstrecken sich hier vom ganz normalen Hobbyfahrer bis hin zum TÜV-Experten. Unser begehrtes Fahrwerksseminar haben wir von einem physischen Seminar nun in einen 4,5 Stunden Online-Videoratgeber gewandelt. In diesem umfangreichen Ratgeber möchten wir dir alles Notwendige mitgeben, damit du dein Fahrwerk selber einstellen kannst. Das Ziel daraus sollte sein, dass du dein Fahrwerk auf deine Bedürfnisse, auf dein Körpergewicht, auf deinen Einsatzzweck und auf deine Geschwindigkeit abstimmen kannst. Die exakten Inhalte, alle Informationen und den Link zum Download findest du unten in der Beschreibung. Ja, ich schlafe. Und du, dein Nico Ellasch. War nicht der Abend. Alleine, mit Michael. Ja. Hey, Miguel. Ja, Michael heißt das. Das ist der spanische Michael. Michael. Ach, herrlich. Das verstecken. Alkoholismus. Warum trinkst du auch immer? Eigentlich müssen wir die Mützen runter tun, weil das sieht so aus, wenn es in Spanien kalt wäre. Weil es ist ja gar nicht kalt, das schaut nur so aus. Sollen wir das ja nicht sagen? Nee, weil sonst kommt ja keiner mehr aus Spanien, wenn die sehen, dass wir die Mütze und die Jacke haben. Aber ist doch gut, haben wir ja Platz auf der Rennstrecke. Nein, wir müssen für die Veranstalter schlecht. Ja. Schau, da ist ein Schlangenloch. Die siehst du aber in der Regel nur im Sommer. Da hat mich irgendjemand abgeschossen. Was, ich? Ja, ich muss sagen, zu 80% warst es du. Bist du mir nicht böse, oder? Nee, no, mach weiter so. Dankeschön. Ja, aber hier sind aber auch viele Steine. Schau mal, das hier. Das sind schon Steine. Das ist das Zeug, was hier rumfliegt. Wenn hier einer ein bisschen von der Ideallinie weggeht, das liegt alles von der Steine hier. Und das tut natürlich weh. Nein, das ist kein Stein. Das ist Gummi. Das ist Gummi. Das ist Pickup. Die
ist so breit, wo ich mir denke, erstens, weißt du, innen sind ja ein Orientierungspunkt, außen sind die Korbs, aber dann eier ich einmal nach rechts und einmal nach links und irgendwann musst du wieder nach innen, damit du Gas geben kannst und oh, schon wieder alles vergessen. Vorausschauen vorne. Ja. Aber es hat ja schon gut geklappt. Bis auf hier. Ja, deswegen sind wir ja auch jetzt hier. Ja. Also die Schikane, die machst du eigentlich gut. Mhm. Ich würde sagen, die ist vom Level her und vom Speed, würde ich die nicht schneller fahren. Und auch der Ausgang ist gut. Beim Ausgang sollen wir hier rauskommen und da kommst du auch raus. Mhm. Aber das Problem fängt dann eigentlich in die Richtung an. Ja. So. Und das ist jetzt die Kunst, dass du hier wieder eine Gerade zimmerst. Weil stell dir mal vor, wir wären jetzt hier von oben aus der Vogelperspektive und hätten so ein, was sind das? Keine Ahnung, 200 Meter, 150 Meter. Von hier über den Innenkörb zum nächsten Außenkörb. Und da müssen wir jetzt eigentlich so gerade wie nur möglich irgendwie hinfahren. Also wir müssen eigentlich gerade drauf hinfahren. Und wir hätten jetzt, wenn wir ein Lineal hätten, dann müssten wir das so ein bisschen biegen. Minimal. So, also so gut wie es halt geht. Umso weiter du hier draußen bist, noch weiter, noch weiter, noch weiter, desto gerader wird dieser komische Knick. Und dann musst du im Endeffekt mit dem Reifen genau in der weißen Linie sein. Und du bist aber immer so ein, zwei Meter links. Und umso weiter du hier, oder ist richtig, ne? Da geht es immer so ein bisschen links. Umso weiter du nach links fährst, desto weniger gerade ist es. Sondern bist du natürlich in mehr Schräglage, also kannst du nicht diesen hier machen. Also fährst du logischerweise, dass du in einem Radius mit der Akustik also kommst du raus, Schikane in alle Stellen und dann und so fährst du quasi hier rum, fährst den Radius und kommst dann hinten irgendwann auf die Gegengerade. Das Ziel sollte eigentlich sein, hier nochmal eine Beschleunigungsphase einzubauen. Mhm. Und zwar ordentlich. Also machst du ja Short-Shift, ne, von 2 auf 3, also bam, bam. Und sobald die 3 drin ist, musst du eigentlich versuchen, über diese Gerade wirklich das Moped von dir wegzudrücken, so richtig nochmal aufrichten und drehen, dass das Motorrad richtig nochmal beschleunigt. Da machst du richtig Meter. Okay, ja. Ich mach schon mal Anfängerfehler beim zweiten. Was? Ich fand es, ich gehe da nicht hin. Ja, du fährst im zweiten durch? Ja. Aha, okay. Das erklärt einiges. Okay, wusste ich nicht. Hast du gerade gesagt, du machst einen Shortshift? Aber nicht hier. Ja, aber hier muss auch ein Shortshift machen. Hier muss auch eine. Kommst du in zwei rein, Schikane, musst du in zwei fahren, geht nicht anders. Ach doch, und dann mach ich einen. Oh, scheiße. Und dann machst du nur kurz Baba. Du musst das Wort im dritten nachgeben. Weil die Leistung vom zweiten Gang bringt dir in dieser Halbschräglage gar nichts mehr. Da kannst du nicht Gas geben im zweiten. Oh scheiße, ich weiß es nicht mehr. Ja? Will ich jetzt im zweiten oder im dritten? Es wird es erklären, dass du, wenn du hier im zweiten fährst, wird es erklären. Deswegen, okay, morgen habe ich auf dem Schirm. Ja. Okay. Deswegen ja, Short Shift auf 3. Ja. Und sobald ich hier aus der Schikane rauskomme und am inneren Körb hier, also am letzten inneren, also dieses komische Eck hier, dieses 90 Grad Eck hier. Sobald ich hier bin, lege ich zweiter Gang Stützgas wieder an und mach gleich Baba und drück gleich den Dreier hinterher. Weil die Leistung spielt hier keine Rolle, ist komplett egal. Dann fahre ich hier raus, suche mir die Gerade und sobald ich die so gut wie möglich habe, versuche ich das Motorrad richtig wegzudrücken und zu drehen. Und dann kommt es natürlich so ein bisschen. Dann dreht es hinten ein bisschen aus. Aber das hilft dir sogar, weil du dann noch mehr Richtung machen kannst. Ja, weil du einen Spin hast über die Hinterachse. Und dann hast du da vorne, wenn du dann die Gerade zum äußeren Körb ziehst, also wirklich, ich meine, der Körb hat ein paar Meter und da musst du auch hin. Wenn du da hinziehst, dann hast du danach auch wieder einen Grund zum Bremsen. Also da musst du bremsen da vorne. Das ist natürlich kein Bremsen, sondern das ist so ein ich mach's mit einem Finger so. Zum Glück die Seite, nicht die. Ne? Oh, Entschuldigung. Aber du lässt den dritten Gang drinnen. Ja, ich muss mal gucken. Ich glaube, ich schalte sogar. Also ich mache viel zu selten was bewusst. Viel mehr bewusst zu machen. Okay, aber jetzt können wir eigentlich sagen, okay, wir sind hier innen, dann bin ich mit dem Knie wirklich auf dem Körb. Mit dem Knie bin ich auf dem Körb und mit dem Reifen bin ich genau an der weißen Linie. Ne? So richtig schön mittig vom Körb. Und dann sehe ich ja den äußeren Körb. Den ziehe ich jetzt so gerade wie möglich an, weil das ergibt sich ja aus dem Ausgangspunkt über dieser Überschneidung zum äußeren Körb. Wenn ich jetzt ein Lineal so gerade wie möglich da drüber legen will, dann ergibt sich der äußere Punkt ganz von selbst. Und den ziehe ich auch an.
Die Kunst ist nur, früh genug den Blick wieder von dem nächsten äußeren Körper zu lösen und wieder reinzukommen. Ja. Mit dem Kopf da rechts rumzugehen. Währenddessen das Moped ja immer noch hier fährt, musst du ja schon mit dem Kopf wieder weiter sein. Ja. Dass wenn du hier stehst und du, sag jetzt mal, peilst jetzt die letzten 1-2 Meter des Körbs an, dann wird der Ausgang flacher. Siehst du? Mhm. Wenn du jetzt hier stehst, dann hast du hier immer noch länger Schräglage und kommst nicht richtig raus. Ein blöder Winkel. Ja, genau. Deswegen drehe ich quasi hinter der Kurve um und mache einen kleinen Kurvenradius in eine große Kurve. Das Gemeine daran ist, dass der Radius der Kurve das nicht automatisch ergibt. Also es ergibt an und für sich keinen Sinn auf den ersten Blick. Aber der Moment, wo mich der Fotograf erwischen soll, soll hier sein. Weil hier habe ich Maximum Turning. Und hier kann ich auch mal kurz langsamer sein, aber ab dem Zeitpunkt, wo ich hier fertig geturnt habe, zack, bumm, Stützgas. Und schon wieder ein bisschen ziehen. Und das ist der Moment, wo du sagst, so, wo muss ich denn hin, ich mache das Gas nochmal zu. Ja, und dann verkackst du den Schwung hier raus und alles, was du hier an Schwung verlierst, musst du auf der Beschleunigungsphase wieder aufholen. Mhm. Wie bei Eingang statt Ziel. Hast du hier 15 km/h weniger, musst du die 15 km/h beim Beschleunigen oben drauf packen. Wenn du 15 km/h mehr hast, brauche ich gar nicht so hart beschleunigen. Ich mache nur. Wenn ich hier 10, 15 km/h langsamer bin, muss ich machen. Dann habe ich tendenziell eher Gripprobleme, mehr Unruhe und bin vor allem, jetzt kommt der Clou, am Ende der langen Geraden 20 km/h langsamer. Und jetzt weißt du auch, warum du so starke Differenzen mit dem Topspeed hattest. Das ist nur dieser Ausgang hier von dieser Kurve. So, guten Morgen aus Mochaca. Heute steht ein bisschen anderes Training an, weil zum Mopedfahren gehört nicht nur die Mopedtechnik, sondern auch noch eine andere Technik. Und das ist vor allem ein bisschen Sport und das ist auch Mentaltraining. Und das können wir hier im Winter am Meer ganz gut machen. Ich warte jetzt mal auf Katja und Dennis, die sind noch nicht da. Ich hätte aber auch mal ein besseres Auto mitnehmen können. Ja. Ne? Also das ist wirklich, also muss man echt sagen, eine Katastrophe hier. Das war gerade mit dem Steinbock noch gesehen. Ne? Oh. Ja, ja. Stupi. Komm. Ja, da kann er noch nicht runter. Na, da hupfe ich gleich. Jetzt hier hoch, hier an den Bergen vorbei, da kommt ein Leuchtturm. Dann gehen wir seitlich dort hoch. Yep. Und dann gehen wir bis zu dem, also siehst du von da nicht, zum Gipfel. Dann tun wir ein bisschen raufpowern, ein bisschen Konditionstraining, ein bisschen warm machen. Dann gehen wir ins Wasser. Und dann wärmen wir uns noch am Wasser wieder auf. Okay, aber dann muss ich umziehen. Ja. Nimm am besten Handtuch auch mit. Handtuch auch? Ja. Ja, klar. Ja. Du musst mit ins Wasser. Ja, nee, du kommst danach. Ja. Oh, du hast andere Schuhe. Ja, das habe ich mir gerade überlegt. Okay. So, also das ist jetzt hier einer der vielen Leuchttürme in Spanien. Für die ganzen Schiffe. Ist aber nicht mehr in Betrieb. Grundsätzlich so, wir gehen schon ein bisschen zu langsam. Tatsächlich, weil das soll ja, also kann ich mal erzählen. Es ist ganz wichtig, dass du wirklich regelmäßige Ausdauertrainings machst, in irgendeiner Form. Also das kann Crosstrainer sein, das kann, ich bevorzuge Radfahren. Wenn das nicht geht, weil Winter und einfach zu kalt ist oder Schnee, dann gehe ich bergauf. Also so gut wie möglich einfach lange bergauf gehen. Um 1,5 Stunden. Okay. Eigentlich. Ne? Das ist, und dann aber nicht am Limit, sondern so Grundlagen, Ausdauerbereich, 130, 140er Puls. Das hilft dir enorm, um beim Mopedfahren nicht zu viel Energie zu brauchen. Ne? Dass du beim Mopedfahren nicht am 180er Pulsbereich bist, sondern halt gerade eben 130, 140. Und dann bleibt einfach für den Kopf noch mehr Sauerstoff über. Mhm. Ja, und dann kannst du konzentrierter einfach Linien fahren und so weiter. Und deswegen würde ich das empfehlen. 3-4 Mal die Woche. Mhm. Grundlagen-Ausdauertraining mit ein paar hochintensiven Einheiten zwischendrin einbauen. So ein paar ja, so Intervalle oder irgend sowas. Kannst du einen Cross-Trainer machen? Mhm. Was da hast du gesagt, oder? Ja. Wichtig ist, nicht nur eine halbe Stunde. Halbe Stunde ist für den Arsch. Da fängst du gerade mal an. Da wird der Körper gerade mal warm. Also so
also 90 Minuten, sagt man eigentlich. Ne? Alles unter 90 Minuten bringt eigentlich nichts. Und das im besten Fall so, sagen wir mal, so 4 Tage hintereinander. Dann 2 Tage Pause und dann wieder 4 Tage. Mhm. Und dann so nach 3-4 Wochen in diesem Rhythmus eine Pausewoche einlegen. Und wenn du das machst, grundlagenausdauertechnisch, dann wirst du merken, dass du innerhalb von 2-3 Monaten einen Riesensprung machst, körperlich am Bike, aber auch vom Kopf. Mhm. Und deswegen schauen wir jetzt, dass wir da, jetzt geht es nochmal bergauf. Ja, ich geh mal raus. Wichtig ist dabei immer auf die Atmung konzentrieren und im Kopf ruhig bleiben. Freust du dich dann auf das kalte Wasser, oder? Ja, ja. Katja, das ist nur in deinem Kopf. Das ist auch nicht die Anstrengung. Heide nein! Heide nein! Aber das war so schön. Ja. Glückwunsch. Geschafft. Katja! Hier treffe ich mit meiner Herangehensweise oft auf Resignation bei den Motorradsportlern. Meine fahrerischen Verbesserungen allerdings basieren zu einem großen prozentualen Anteil auf Ausdauertraining und dem nachfolgenden mentalen Training. Wichtig ist jetzt, dass man extrem entspannt sein. Du musst auf die Atmung achten. Wenn du jetzt reingehst, kommt das Gefühl von, ne, weil es kalt ist. Das musst du ausblenden und du musst lange Ausatmungen machen. Also wirklich entspannen. Über die Nase einatmen und über den Mund ausatmen. Lange ausatmen und diese Schnappatmung verhindern. Die darfst du nicht machen. Du darfst auch nicht zu lange hier rumstehen. Sondern kommst du nie rein, sondern du musst wirklich reingehen, zack, rein. Und dann nimmst du die Arme wirklich an den Körper ran, so, und gehst in eine Art meditativen Zustand. Das passt auch ganz gut hier mit dem Wasser, dass man so ein bisschen auf die Knie geht. Ich tue mich da immer auf den Knien abstützen, ich setze mich nicht rein, ich lege mich nicht rein, ich stelle mich nicht rein, sonst muss ich so weit rein, sondern ich tue mich einfach auf die Knie hinsetzen und versuche mich nicht zu bewegen und achte auf die Atmung. Ich schalte die Stoppuhr ein, sodass wir, je nachdem, schau mal, wie es uns geht. Aber so Minimum 2 Minuten wäre schon schön. Lange 2 Minuten. Ja. Mein erstes Mal im kalten Wasser. Ja, es ist nicht so kalt. Man muss dazu sagen, das hat nichts mit Eisbaden zu tun. Es hat 15 Grad. 15 Grad, das ist ein guter Einstieg, um das mal zu probieren. Da kann auch nicht viel passieren. Alles andere, Eisbaden geht eigentlich erst ab 9 Grad und kälter los. Ne? Also von dem her, das passt eigentlich optimal, um da mal erste Berührungen zu machen. Haben wir auch beim Kalt duschen. Es geht dabei hauptsächlich darum, den Kopf auszutricksen. Ne? Es ist auch so, dass die ersten 30 Sekunden sind die schlimmsten. Ab 45 Sekunden merkst du, dass das eigentlich okay ist. Okay. Ne? Also dann würde ich sagen, gucken wir mal. Packen wir's. Einfach rein. Im Rennsport geht es oft ums Überwinden. Sei es, die eine Runde mehr zu fahren oder um an der Rundenzeit nochmals nachzulegen. Auch wenn es dabei nur um die zu reproduzierende eigene Leistung geht, so geht es immer um eine mentale Stärke. Ich habe dafür angefangen, Dinge zu tun, die ich am meisten hasse oder am stärksten davor Angst habe. Kaltes Wasser zum Beispiel habe ich gehasst. Ich startete mit kalten Duschen bis hin zum Wintereisbaden.
Für den Einstieg ist das 15 Grad kalte Mittelmeer im Winter absolut perfekt. Körperlich ist es unbedenklich, aber man bekommt schon mal eine Idee davon, in welche Richtung das es geht. Nun war Katja an der Reihe. Ich entschied mich, ihr eine Einheit von 2,5 Minuten zuzumuten. Das ist Entspannung. Und jetzt den Körper einfach heizen lassen. Also mit der Situation klarkommen lassen. Jetzt ist es weg, jetzt kann er wieder aufheizen, jetzt ist das hier warm, ne? Aber es tatsächlich, der Zeit wird es besser. Am Anfang denkst du echt. Du stirbst, ne? Jetzt zieht sich erstmal alles sauber. Ja, aber wir geben normalerweise das Wasser. Das machst du normalerweise nicht. Genau. Aber es ist wirklich. Das ist krass, dass es in 1,5 Minuten halt auch was für Unterschied macht. Wenn du drin bist. Ja. Und jetzt merkst du, dass langsam wieder der Körper warm wird, ne? Ja, das ist. Genau. So, und jetzt heizen wir den Körper richtig auf. Jetzt machen wir Plank. Und jetzt auch wieder auf die Atmung achten. Richtig kürzen. Jetzt merkst du, wie der Körper warm werden muss. Jetzt ist das Adrenalin noch da. Das gibt jetzt auch richtig Kraft, ne? Das ist auch gut. Kann man auch nicht. Manche machen das 5-6 Minuten. Ja, die sind ja nicht aushalten. Ja, du hast schon eine halbe Minute. Was, atmen. Was denkst du denn halt nicht aus? Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Atmen ist wichtig. Atmen. Planks sind perfekte Stabi-Übungen, um den Rumpf zum Motorradfahren zu stabilisieren. Rücken, Bauch, aber auch Schulter- und Brustmuskulatur wird dadurch trainiert. Ich baue diese Übung in meinen ganzen Tagesablauf ein. Ohne Hilfsmittel erlaubt dir diese Trainingsform eine ortsunabhängige Möglichkeit, dich zu verbessern. Im besten Fall hält man den Plank eine Minute, macht 2 Minuten Pause und wiederholt das Ganze 3 bis 6 Mal. Je nachdem, wie dein Trainingszustand ist. Katja hat zu dem Zeitpunkt knapp 3 Minuten am Stück durchgehalten. Das ist eine beachtliche Leistung für das erste Mal. Ein nettes Video. Was hast du jetzt gesagt? Ich hab's nicht verstanden. Ja, was, da ob wir noch ein Video zusammen machen, was wir vorhaben. Dass wir halt zusammen fahren und. Ja, das baue ich in das Video als Voice-Over ein. Das ist schon alles geplant. Ja. Ich bin ja gespannt, wie du das die Videos zusammenschneidest. Ja, das wirst du sehen. Ja. Das wirst du sehen. Ja. Es war eine coole Woche. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen. Ich habe einiges gelernt. Schöne Zeit noch in Spanien. Auf. Guten Heimflug. Danke. Euch noch eine schöne Zeit, Dennis. Mach's gut. Lass dich drücken. Guck jetzt zu Krebi. Guck jetzt zu Krebi. Ja, nee, war wirklich toll. Also war eine schöne Woche. War eine schöne Woche, ich habe viel gelernt. Ja. Hat Spaß gemacht. Ja. Aber auch dir ein bisschen. Ja, schon. Und ja. Das Wasser war super. Nee, war gut. Ja, ich finde auch, es war gut. Und vor allem war es eine gute Stadt fürs nächste Jahr. Ja. Ich hoffe, wir konnten dir einen spannenden Einblick vom Geschehen auf und neben der Rennstrecke in das heimische Wohnzimmer bringen. In der Saison 2024 wird Katja bei unseren Rennstrecken-Events vor Ort sein und mit uns zusammen an ihren Skills arbeiten. Wir freuen uns auf weitere Trainings zusammen und sind gespannt, wohin sich Katja entwickelt. Ganz nach dem Motto: No pressure, but we expect a lot. Wenn du das Ganze verfolgen möchtest, vergiss nicht, die Instagram-Accounts von Katja und Dennis zu abonnieren. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn du meinen Instagram-Account und auch diesen YouTube-Account abonnierst und das Video mit deinen Freunden teilst.